Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück bei Haus Flipper. Wir sind hier gerade mitten in einem Auftrag. Und zwar sollen wir hier in dem Raum noch ein Gerät montieren, welches ich aber noch nicht genau weiß, was es sein soll. Also ich bin da wirklich überfragt. Hier irgendwie. Öffnen? Nee. Ich würde die Sachen mal kurz zur Seite stellen. Zack, weg. Ah, eine Steckdose. Genau. Ja. Was mache ich denn mit der Steckdose? Ah. Und jetzt? Mache ich das weg. Oh Leute, euch ist schon klar, dass ich so überhaupt gar keine Ahnung von dem habe, was ich da tue. Ah, hier, die Schrauben. Okay. Alles klar, und das kann raus. Oh, euch ist schon klar, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das mache. Ich hoffe mal, dass es richtig ist, wenn ich das irgendwo rein... Ah ja, okay. Die lenken sich in die richtige Richtung. Das ist gut, weil ich muss zugeben, davon, also von Elektrik und so, habe ich wenig Ahnung. So, dann kann das wieder zugemacht werden. Okay. Ha. Sehr schön. Haben wir es geschafft? Dann können wir den Schrank wieder in die Ecke stellen. So. Dann haben wir diesen Raum fertig und unseren Auftrag auch schon beinahe erfüllt. Ein Dings haben wir noch in einem anderen Raum. Den werfen wir natürlich weg. Wir lassen unser Müll hier ja nicht stehen. Haben wir hier irgendwas? Ja, montiere die Geräte. Hier scheint alles gut zu sein. Ah, hier hinter der Blume. Gut, das habe ich jetzt ja schon gemacht. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Oh Mann. So, den braunen da rein. Den. Und den. Genau. Und dann. Halt, da waren die Schrauben. So. Fertig. Und zwar komplett. Wir haben den Auftrag komplett abgeschlossen. Okay, also hier haben wir ein Schlafzimmer, ne? Hier ist ein Gästezimmer mit Kochnische. Also, ich finde dieses Haus schon sehr merkwürdig. Hier ist ein Kinderzimmer ganz eindeutig, also ein Jugendlichenzimmer. Und hier ein Bad. Schon sehr, sehr merkwürdige Raumaufteilung. Okay, dann schließen wir unseren Auftrag ab. 935 Euro gibt es dafür. Na, das hat sich doch gelohnt. Das war recht viel, ne? Gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ah, ich habe noch einen Fertigkeitspunkt. Oh, guck mal, gleich zwei. Mit Verhandlungen. Preis verhandelbar. Chancen auf Erfolg bei Verhandlungen steigen um 5%. Chancen auf Erfolg. Okay, schnelle Aufträge. Anforderung der Aufträge minus 2%. Anforderung der Aufträge minus 5. Minus 10. Höheres Einkommen. Zahlung für Aufträge plus 10%. Das hört sich gut an. Das nehmen wir. Und wir nehmen auch das da. Denn ich denke, die Anforderung können wir erstmal so lassen. Na, da muss jetzt nicht unbedingt was geändert werden. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch einen Punkt für Malen. Kleinerer Verbrauch von Farbe. Das finde ich jetzt erstmal gut hier. Es hat mir gefallen. Ich würde jetzt aber das schnellere Streichen nehmen wollen. Genau, weil das ist schon sehr langsam.
Dann haben wir noch bei Goldenes Händchen eins. Schnellere Montage. Das würde ich jetzt auch einfach nochmal nehmen, weil mit dem anderen haben wir einfach noch nichts gemacht gehabt. Deswegen jetzt erstmal das. Okay. So. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier raus. Und nach Hause zu meinem Laptop. Ah, oh, guck mal, hier können wir Heizung und sowas noch machen. Aber ich will eigentlich hier noch nicht wirklich viel machen. So, 27.000, das ist nicht schlecht, ne? Also ich überlege, ab wann man ein Haus kaufen sollte. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Aufträge. Wir gucken, dass wir 30.000 kriegen. Und wir gucken nochmal eben schnell genau. Bei 30.000 kaufen wir dann hier das kleine verlassene Haus. Kann ich da reingucken? Ja. 36 Quadratmeter, Anzahl der Etagen 1. Hier haben wir noch andere Bilder. Heilig, ui, ui, ui. Das war eine Herausforderung, aber okay, finde ich gut. Ja, wie gesagt, bei 30.000, weil dann können wir vielleicht auch schon ein bisschen was machen. Wir werden aber wahrscheinlich auch ja, die Aufträge weitermachen können, ne? So, wir haben zwei neue Aufträge. Die ignorieren wir mal eben kurz. Wir kümmern uns jetzt um das neue Familienmitglied. Das hatte ich ja im letzten Part vorgelesen. Da wird ein kleines Mädchen erwartet und das Haus, was gekauft worden ist, muss auf Vordermann gebracht werden und das Kinderzimmer eingerichtet. Das ist natürlich eine tolle Sache. So, dann wollen wir uns das mal anschauen. Unsere Aufgaben sind: Möbliere die Zimmer, Fenster reinigen, räume den Müll auf, reinige die Beschmutzung und streiche die Zimmer. Gut, wir schauen rein ins Haus und gucken mal. Uiuiui, ja, ich sehe schon. Das ist hier nicht so toll. Oh, guck mal, hier können wir jetzt Sachen verkaufen, Gegenstände verkaufen. Die wir aber, das wir aber jetzt gerade nicht machen. Hallo? So, genau. Machen jetzt hier erstmal den Flur fertig. Müll haben wir schon raus, zu 100%. Oh, reinigen sind wir jetzt auch bald fertig. 72%. 100%. Juhu. Also den Raum hier haben wir fertig. Dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Wir gehen so im Uhrzeigersinn einmal rum. Ach. Oh Gott. Sehr dreckig. Gut. Ich würde sagen, erstmal den Müll raus, weil sonst sehen wir ja überhaupt nichts. Erstmal im gesamten Raum und den Müll weg. Okay. Ich glaube, Müll haben wir. Genau, Müll haben wir erledigt. So, dann putzen wir. Fenster müssen wir hier auch putzen. Wir machen aber erstmal so alles sauber, würde ich sagen. Tür zu, die scheint in Ordnung zu sein. So. Und das Sofa. Fensterbank. Die Fensterbank auch. Und die. So, sauber haben wir 100%. Dann fangen wir mit den Fenstern an. Juhu. Also das ist wirklich so ein Ding. Irgendwie. Da ist, fällt mir die Steuerung sehr schwer. Aber okay, wir kriegen die Fenster schon sauber. Also da wäre es toll, wenn das Ding ein wenig schneller wird vielleicht. Aber da haben wir überhaupt gar nichts in den Skillpunkten, ne? Okay, schon sauber. Aber wir können die öffnen. Und wieder schließen.
So, okay. Jetzt wollte ich da so schön oben den Rand machen. Hat nicht geklappt. Ich glaube, man muss sowieso nicht alles so pingeligst genau machen mit den Fenstern. Ja, die schließen recht schnell ab dann. Das ist ganz gut. So, dann das hier. Ein Riesenfenster. So, dann hier rüber. Weiß nicht, ob das vielleicht zu viel ist, was ich da am anderen Fenster übergelassen habe. Das werden wir gleich merken. Jetzt muss ich da nochmal hin. Naja, irgendwo ist da noch zu viel Dreck. Ah, okay. Super. Und eins noch. Und dann haben wir die Fenster erledigt. So. Ich versuche das jetzt mal so schön von oben nach unten zu machen. Ja, also bis jetzt, ne, sieht das doch ganz passabel aus. Und hier den Rest noch. Okay, so, diesen Raum haben wir fertig. Dann gehen wir weiter. Wie gesagt, wir gehen im Uhrzeigersinn durch die Räume. Hier ist es sehr dreckig. Reinige die Beschmutzung und Fenster reinigen. Wir machen erst das Fenster. Dann haben wir nämlich das Doofe schon weg. Also das, was ich für mich total doof finde. Weil ich das Ding irgendwie nicht richtig gesteuert kriege. So, okay. Dann können wir hier sauber machen. Reinigen. Gucken wir mal. Geht das auch weg? Ja, es geht auch weg. Hinterm Klo ist auch noch dreckig. Unterm Klo da. Die Badewanne. Fensterbank. 95%. Wo ist es denn noch dreckig? Was habe ich übersehen? Da vielleicht, ne, da, ja. Habe ich was übersehen? Ah, hier, da. Genau, das war noch dreckig. Okay, so, den Raum haben wir auch erledigt. Dann können wir da wieder raus und gehen in den nächsten. Oh Gott, oh mein Gott. Das ist, übel, so ein Schlafzimmer. So, Müll haben wir raus. Dann, schauen wir mal, dass wir alles sauber kriegen. Mal gucken. So. Und ach, und die Fenster, genau. Machen wir gleich nebenher mit. So, der Schrank sieht eigentlich
nicht wirklich sauber aus, aber das scheint sauber zu sein. So, die Fensterbank. Und dann fangen wir mit den Fenstern gleich an. Hier haben wir ja auch zwei Stück in diesem Raum. Ich muss sagen, ich freue mich schon wirklich auf unser erstes Haus. Ich hoffe, dass wir das recht zügig jetzt dann kaufen können. Denn vielleicht mal was anderes machen, ja, letztendlich wie nur putzen. Ne? Momentan putzen wir viel, aber okay, irgendwoher muss das Geld kommen, ne? Da muss man eben auch solche Sachen machen. Das ist ja so ein Ding, das könnte ich mir ja im Real Life auch so total gut vorstellen, ne? Jetzt nicht unbedingt, nein, einen Putzjob oder sowas, obwohl, ja, ich das auch machen würde. Aber so ein Haus kaufen, das aufpeppen, richtig cool renovieren irgendwie und dann wieder zu verkaufen. Also ich glaube, da hätte ich schon meinen Spaß dran. Nur das ist ja was, was man nicht mal eben so macht, ne? Ich meine, wer hat schon das Geld, um ein Haus zu kaufen? Um es dann wieder zu verkaufen, ne? So. Yay. Was fehlt noch? Es fehlt gar nichts. Wir sind fertig in diesem Raum. Juhu. Okay, weiter geht's. So, wir sind doch recht zügig. Der letzte Raum. Das wird das Kinderzimmer. Das heißt, Gegenstände kaufen, Fenster reinigen, aufräumen, reinigen und streichen. Okay. Wir räumen zuerst auf Ida. Lag eine Zigarettenschachtel zwischen. Ist ja eklig. So. Putzen. Und dann gucken wir mal, was es so Schönes an Kinderzimmermöbel gibt. Wir haben ja die Vorgabe, dass es ein Mädchen ist. Na, gucken wir doch. Ich bin gespannt, was wir hier so machen können. Und letztendlich auch, wir sollen ja hier, glaube ich, keine Deko oder irgendwas kaufen. Ne? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Wenn wir jetzt hier irgendwo noch eine Blume oder so mit reinstellen, ob unser Geld hochgeht oder ob wir dann quasi das ja von unserem Geld bezahlen würden. Irgendwas fehlt noch. Fensterbank und die Fensterbank. So, 100% aufgeräumt. Das ist schön. Wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt bekommen. Und zwar hier beim Aufräumen. Das finde ich gut. Ich würde das jetzt auf 75% aufleveln. Ich denke, dann haben wir das weg. Ja, dann haben wir das auf jeden Fall schnell. Und dann die nächsten Punkte würde ich tatsächlich in den Mob packen. Denn ich denke, Verunreinigen auf der Minimap ist nett. Aber jetzt nicht unbedingt was ich so skillen würde jetzt gerade im Moment, finde ich noch nicht wichtig. Okay. Fenster putzen. Da haben wir zwei Stück von hier. Das geht auch. Das ist also alles gut machbar. Da ist noch ein ganz dunkler Fleck gewesen. So. Ach, komm schon, ist doch sauber. Dankeschön. So. Dann haben wir gleich die Putzerei hinter uns. Dann können wir streichen. Und dann kümmern wir uns hier um die Einrichtung. Wie gesagt, wir probieren das auf jeden Fall aus, wenn wir vielleicht ein Teil kaufen, was wir nicht unbedingt auf der To-Do-Liste haben. Ob wir da mehr Geld für kriegen oder ob das dann eher entweder nicht machbar ist oder ja, wir das quasi aus eigener Tasche zahlen würden. So, okay, das haben wir fertig. Dann streichen und zwar in Pastellrosa. Dann gucken wir doch mal nach den Farben. Das ist Lavendel.
Pastellrosa. Yay. Stellen wir mal dahin. Genau. Okay, dann würde ich jetzt aber trotzdem an dieser Stelle ganz gerne den Part beenden. Im nächsten Part streichen wir das Kinderzimmer und richten es ein. Ich freue mich schon drauf. Dann bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.